Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der 100 Baby Challenge und das gute Baby schreit auch schon. Madeline geht auch schon hin, das finde ich vollkommen in Ordnung. Sie ist krank, sie muss eindeutig ins Krankenhaus. Du musst aber jetzt erstmal dahin und dann gehst du bitte ins Krankenhaus. Du musst das nur einmal machen, meine Gute. Aber du solltest davor eigentlich auf die Toilette, weil du stinkst. Die können alle... Siehst, Aurora ist fit. Die kann dann schon mal ausstehen, ins Klo gehen, auf Toilette gehen. Und kann sich dann hier unten etwas zu essen nehmen. Nimm dir einfach was von dem Schinkenbraten. Was mit ihr passiert? Muss sie auf Toilette? Oh lol. Dann geh halt. Und du darfst sogar ein Bad nehmen, wenn du möchtest. Denn sie geht jetzt auch baden. Sie sollte ein Schaumbad nehmen und nicht kein Schlammbad. Da habe ich mich aus Versehen verdrückt. Wenn du fertig gegessen hast und das gemacht hast, dann... Oh, dann bist du zur Schule. Ja, nice. Schwimmen wir mal ein bisschen vor. Du sollst deine Hausaufgaben aber bitte mitnehmen. Ja, das reicht jetzt. Du kannst jetzt noch kurz eine schnelle Mahlzeit essen. Ein Joghurt. Du bist einigermaßen fit. Du kannst jetzt aufstehen und in die Schule gehen. Ich wünsche dir viel Spaß in der Schule. Die gute Baby, die kommt auch gleich. Und mal gucken, wann Madeline wieder vom Krankenhaus zurückkommt. Ich würde sagen, das spule ich jetzt gleich mal vor. Und dann schauen wir mal. Und beziehungsweise ich nehme euch dann wieder mit, wenn Madeline wieder da ist. Bis gleich. So, da ist die gute Madeline wieder. Kalypso und so sind auch wieder da. Sie schläft noch. Warum gehst du hier oben auf die Toilette? Du kannst das hier erstmal reparieren. Heilung, okay. Das braucht jetzt wahrscheinlich kurz. Du kannst das kurz reparieren und dann sauber machen. Dann kannst du selber auf Toilette. Dann kannst du erstmal... Ja, finde ich auch. Dann kannst du dich um dein Kind kümmern. Dann kannst du duschen gehen und auf Toilette gehen. Und dann kannst du mal ein Frühstück servieren. Und das wird Joghurt Parfait mit Früchten. Ihr zwei lernt mal fleißig in der Schule. Hier ist alles kaputt. Wegen diesen blöden Unwettern. Oh, sie kann schon wieder alles verkaufen. Bekommen ja auch immer gut Geld. Ah, okay. Das Kind ist versorgt. Kalypso ist auch noch in Ordnung. Und ich würde sagen, wenn sie dann alles verkauft hat und auf Toilette war und so, dann kann sie mal noch einen Kuchen backen. Bei Kochen ist das drin, kann das sein? Kokosnusskuchen. Das hört sich gut an. Dann verkauf mal jetzt alles. Dann kannst du noch... Weißt du was? Du kannst dann kurz auf Toilette gehen. Dann was... Essen... Und dann kannst du den Kuchen backen. So. Ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn sie den Kuchen backt. Da bin ich wieder. Sie ist wieder hysterisch. Warum auch immer.
Aber auf jeden Fall muss sie sich jetzt erstmal selbst beruhigen und dann kann sie erst den Kuchen backen. Ich glaube, wir kommen heute nicht mehr zum Kuchenbacken. Aber warum isst sie das denn so oft? Das würde ich halt gern wissen. Warum sie so oft hysterisch ist. Was ist das? Jetzt ist sie wenigstens nur noch verspielt. Albern. Oder albern. Okay. Geht ja noch. Steh mal auf und dann kannst du mal aufs Töpfchen gehen. Hat sie immer noch Krämpfe? Ja. Weil sie immer noch ihre Periode hat. Ja, hör auf. Geh mal jetzt den Kuchen backen, bitte. Gott, ich habe gerade was im Auge. Ha, jetzt geht's wieder. Was ist los mit ihr? Leute, das ist jetzt nicht ihr Ernst, oder? Das ist jetzt nicht ihr Ernst. Jetzt ist sie gestorben wegen einem Lachanfall. Sie ist jetzt wirklich gestorben wegen einem Lachanfall. Das ist nicht ihr Ernst. Ja, und was mache ich nun? Ist die 100 Baby Challenge jetzt vorbei, weil sie gestorben ist wegen dem Lachanfall? Ja, toll. Geil. Das war ein kurzer Part. Wow. Wow, ja. Das war eine kurze 100 Baby Challenge. Krass. Wow. Ja. Ich würde sagen, sie ist gestorben, wo sie einen Kuchen backen wollte. Von der 100 Baby Challenge. Wo sie einen Kuchen backen wollte von der 100 Baby Challenge. Jetzt sind die alle hier. Und Baby. Ja. Cool. Dann würde ich sagen, das war's dann. Was ist das jetzt für ein Ende? Sie wollte einen Kuchen backen für Calypso, weil sie Geburtstag hat oder weil sie gestorben an einem Lachanfall. Also, was sie jetzt dann noch machen könnten, ist die zwei Bailey und Aurora älter werden lassen und dass dann einer von den beiden weitermacht. Das könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Ob wir was anderes anfangen wollen, ein anderes Projekt. Also, keine Ahnung, irgendeine andere Challenge oder so. Und oder dass wir dann wirklich mit Bailey oder Aurora weitermachen. Ja, das war es dann erstmal von der 100 Baby Challenge. Ich hätte nicht gedacht, dass das so zu Ende geht. Ich habe ehrlich gedacht, dass das noch eine Weile weitergeht so. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Part wieder. Was auch immer wieder tun. Ja. Ich kann es immer noch nicht glauben. Aber wir sehen uns dann. Tschüss.